Tatsächlich haben wir der Westen ja doch nun viele unserer Mitbürger dazu erzogen, auf den Islam als Religion herunterzuschauen. Unsere Bischöfe, unsere Priester, unsere Pastoren haben uns dazu erzogen. Und das ist auf islamischer Seite von manchen durchaus registriert worden. Und die Änderung muss vom Westen ausgehen. Denn der Westen ist ökonomisch, politisch und militärisch immer noch hoch überlegen. Von dem muss die Änderung ausgehen. Sie kann von den Kirchen ausgehen, sie kann von den Kirchenoberen ausgehen. Mir wäre es am liebsten, sie ginge von dem einfachen Priester und dem einfachen Pastor aus. Was soll er tun? In der einzelnen Gemeinde. Er soll mit dem anderen reden und ihm zuhören. Ihm Fragen stellen und seine Fragen beantworten. Zum Beispiel würde ich gerne sehen, wenn er auf unseren Schulen gelehrt würde, was ich inzwischen gelernt habe, dass nämlich im Koran dieselben Propheten vorkommen wie im Alten Testament. Und dass im Koran Jesus von Nazareth vorkommt. Und zwar nicht abfällig, nicht negativ. Im Gegenteil, ist einer der größten und liebsten Propheten. Ja. Und die Jungfräulichkeit Maria, ja, ist sogar im Koran festgehalten. Und also da ist eine große Verehrung. Also Isa ist einer der fünf großen Propheten des Islam. Ja. Das heißt, wir sind zu ignorant, zu abschätzig gegenüber dem Islam? Zu ignorant. Ich habe nicht verstanden. Sind wir zu ignorant, zu abschätzig? Wir interessieren uns viel zu wenig für das, was... Wir haben uns bisher kaum dafür interessiert. Mhm. Wir haben auch bisher gar nicht begriffen, dass alle drei abrahamitischen Religionen ihren Ursprung bei Moses finden oder bei Abraham. Das haben Sie bei Anwar Sadat gelernt. Ich habe es gelernt, Gott sei Dank, ja. Aber das Schlimme ist, niemand sonst lernt es in der Schule.